Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute mal wieder ein Aufgebraucht-Video für euch. Ich weiß ja, dass ihr die sehr gerne schaut und ich drehe die auch sehr gern. Und deshalb habe ich hier wieder eine volle Tüte für euch mit Haarpflege, Körperpflege, ein kleines bisschen Make-up. Ich glaube, es ist nur ein Make-up-Produkt dabei und solche Sachen. Ja, und dann zögern wir nicht lange, fangen wir gleich an. Beginnen wir mal mit den Haaren und da habe ich von Lush den Retread Conditioner aufgebraucht. Was mir an dem am besten gefallen hat, ist der Geruch. Also der ist irgendwie so mit Joghurt, glaube ich. Und der hat so einen etwas holzigen Geruch. Aber ich finde, das riecht total gut. Also es ist ein ungewöhnlicher Geruch, aber sehr gut. Und ich finde, es ist auch ein ungewöhnlicher Conditioner, weil wenn man den in die nassen Haare aufträgt, dann merkt man noch nicht so richtig, wie es pflegt. Also man kann da vielleicht auch ein bisschen zu viel benutzen, weil man denkt, das macht ja gar nichts. Aber wenn das dann ausgewaschen ist, wenn dann die Haare trocken sind, dann merkt man wirklich, dass sie schön mit Feuchtigkeit versorgt sind und dass er auch gut pflegt. Es ist aber halt nicht so, dass sich das Haar so rutschig anfühlt, während man den benutzt. Und das liegt bestimmt daran, dass da keine Silikone und so ein Zeugs drin sind. Und ja, ich finde den sehr gut. Ich denke, es ist vor allem ein guter Conditioner für eine Haarlänge wie meine, damit die nicht so sehr beschwert werden. Oder wenn ihr sehr feines Haar habt, dann beschwert er auch euer Haar nicht, aber er pflegt es trotzdem gut. Ich habe ein neues Lieblingsshampoo für mich entdeckt. Eigentlich habe ich da schon zwei davon aufgebraucht, aber ich glaube, die eine Packung habe ich aus Versehen weggeschmissen. Das ist das Alverde Anti-Fett-Shampoo mit Brennnessel und Zitronenmelisse. Ich mag es ja sehr gern, wenn Shampoos sehr reinigend sind. Mir macht es auch nichts aus, wenn sie ein bisschen austrocknen, weil ich danach immer reichhaltige Conditioner und solche Sachen verwende oder Haarkuren. Und deshalb greife ich eigentlich immer so zu Antifett oder solchen Sachen, eben Antischuppen manchmal auch, weil meine Kopfhaut ein bisschen zu Schuppen neigt. Und dieses Shampoo riecht unheimlich gut. Also so ein bisschen wie Eistee, finde ich. Und dann reinigt es das Haar auch sehr gut. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es nicht so schäumt. Aber das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass da nicht so viel schlechtes Zeug so... ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, das Shampoo schäumend macht. Aber es sind auch keine Silikone hier drin enthalten. Ich finde es wirklich sehr gut. Das reinigt gut. Und ja, wie gesagt, der Geruch ist einfach ein Traum. Kein Aufgebraucht-Video von mir ohne eine Flasche Batiste Trockenshampoo. Das ist jetzt Flora and Flirty Blush. Aber ich habe jetzt noch ganz viele andere Geruchsrichtungen bei mir. Weil bei Douglas gab es neulich neue Duftrichtungen. Und ja, das hier ist definitiv nicht meine liebste. Aber als ich die gekauft habe, gab es diese neuen Duftrichtungen noch nicht. Und ja, aber Batiste Trockenshampoo ist wirklich ein Must-Have für mich. Machen wir mal weiter mit Hautpflege und ich bin da ja sehr langweilig, weil ich immer die gleichen Produkte benutze. Das liegt aber einfach daran, dass meine Haut sehr sensibel ist und auf neue Produkte nicht so gut reagiert. Und da habe ich hier von Balea Med die seifenfreie Waschlotion. Die benutze ich sehr gern zum Abschminken. Also ich feuchte mein Gesicht an, massiere die ein und auch gut in die Wimpern ein und dann ist wirklich das ganze Make-up ab. Es ist sehr schnell und ich bin abends manchmal auch faul, aber wenn man halt sowas hat und man hat keine Lust, sich abzuschminken und das geht aber so schnell, dann macht man es und das finde ich halt an dem sehr gut. Ich werde mir jetzt ab sofort mal die Nachfüllpacks kaufen und nicht mehr diese Flaschen, weil muss ja nicht sein, ich habe ja die Flasche da. Dann wisst ihr ja auch, dass ich immer von Weleda die Mandel wohltuende Feuchtigkeitspflege benutze. Es ist einfach die beste Creme für mich. Die ist so mild und irritiert meine Haut nicht, pflegt gut, aber ist nicht so, dass die Poren verstopft. Also das ist die für sensible Mischhaut, deshalb ist die auch angenehm, nicht zu schwer. Und ich mag die wirklich sehr, sehr gern und werde die mir auch immer wieder nachkaufen. Weiter geht's mit Duschbad und da habe ich zwei Flaschen
von Trackle Moon, ich weiß es leider nicht so genau. Zwei Duschbäder, einmal das Sweet Apple Pie Hugs und einmal das Pretty Rose Hearts. Das Sweet Apple Pie Hugs habe ich schon vor längerer Zeit, bestimmt schon vor einem halben Jahr, aufgebraucht. Aber es ist mir hinter die Waschmaschine gefallen und deshalb war es erstmal verschollen. Aber jetzt wurde es wieder hervorgeholt. Deshalb wollte ich euch das noch zeigen. Es ist halt so, hier sind 500 Milliliter drin. Und mir geht es so, wenn ich so ein Duschbad so lange benutze, dann habe ich nach 300, 400 Millilitern auf den Geruch, wenn ich den nicht total liebe, nicht mehr so Lust. Also das würde ich mir nicht nachkaufen, einfach weil ich es ein bisschen über habe. Es ist auch so ein süßer Essensduft, sag ich mal. Und ich mag eigentlich lieber so florale Düfte. Und deshalb ist es nicht mein Liebling. Aber das Pretty Rose Hearts hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das habe ich auch eigentlich bis zum Schluss ganz gern benutzt. Ich würde es mir jetzt nicht sofort wieder nachkaufen, aber vielleicht in Zukunft mal. Ja, und das riecht wirklich total schön nach Rose, aber trotzdem frisch, nicht zu schwer, ältlich, sage ich mal so. Und deshalb gefällt mir das sehr gern. Bei den Duschbädern von Trickle Moon ist halt so, das sind wirklich ganz normale Duschbäder, die pflegen nicht irgendwie besonders. Sind wirklich standardmäßig und ja, ganz gut. Also gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mein Lieblingsdeo habe ich auch zweimal aufgebraucht, wieder in unterschiedlichen Geruchsrichtungen. Das ist von Rexona das Motion Sense. Da habe ich einmal die Duftrichtung Shower Fresh und einmal die Cotton Dry. Ich finde die alle beide sehr gut, also im Moment benutze ich wieder Shower Fresh, aber danach kaufe ich mir vielleicht wieder Cotton Dry, weil ich die alle beide sehr gern benutze. Die helfen gut gegen Geruchsbildung und ja, es ist ja das Wichtigste bei einem Deo. Dann habe ich hier noch eine Laschtüte, da habe ich aufgebraucht das Bunch of Carrots. Das ist ein Schaumbad, das man so unter das einlaufende Wasser hält und das dann schönen Schaum macht. Das war von Ostern, gibt es jetzt eben nicht mehr, aber an Ostern dann wieder wahrscheinlich. Und ich muss aber wirklich sagen, dass diese Schaumbäder, die man so entweder durchs Wasser zieht oder unter das einlaufende Wasser hält, dass es nicht meine liebsten sind. Ich mag wirklich lieber diese, die man zerkrümelt, weil ich finde, dass die mit der Zeit halt auch zerfallen und dass die sich nicht so gut auflösen. Und ja, also ist nicht so mein Liebling. Ich weiß auch nicht, meistens nicht, wie ich die dann aufbewahren soll, wenn die schon nass waren. Kann man die nicht wieder in die Tüte tun und so rumliegen lassen, ist halt auch doof. Also ja, ist nicht mein Liebling von Lush, aber die Schaumbäder prinzipiell schon. Dann habe ich hier noch eine Creme, die, ich sag mal, multifunktional ist. Das ist von La Roche-Posay der Cica Plus Boom B5. Und das ist so eine Creme mit Panthenol und die ist sehr, sehr reichhaltig, sehr, sehr pflegend. Und ich benutze die zum Beispiel gern, wenn ich sehr, sehr trockene Arme habe. Oder ich habe die auch schon im Gesicht benutzt, wenn mein Gesicht sehr trocken war. Und ich finde, dass die wirklich sehr, sehr gut ist. Also die macht jetzt nicht, dass ich Pickel davon bekomme, obwohl die so reichhaltig ist. Und die hilft wirklich gut, wenn ihr sehr gereizte Haut habt, wenn ihr Sonnenbrand habt oder sowas. Also dann ist die wirklich richtig gut und repariert eure Haut halt auch so ein bisschen. Die muss ich mir unbedingt noch nachkaufen. Dann habe ich noch zwei Zahnpasten, einmal die Meridol Sanftes Weiß, die habe ich mir mal gekauft, weil die normale Meridol benutze ich eigentlich sehr gern. Die ist gut, wenn ihr so ein bisschen gereiztes Zahnfleisch habt und ja, die mit sanftem Weiß, die war nicht so groß anders als die normale. Ich habe jetzt auch nicht gemerkt, dass meine Zähne dadurch irgendwie viel weißer geworden sind oder so, aber ich fand die ganz gut, aber die normale Meridol tut es auch. Und dann habe ich hier noch von BlenderMate die Pro Expert Tiefenreinigung. Da habe ich so eine kleine hier, weil die lag bei meinem Zahnarzt rum und da habe ich mir ein paar eingesteckt, gebe ich zu. Weil ich die ohnehin schon, also ich habe die auch schon in der großen Größe gehabt und die finde ich sehr gut. Die hat solche Putzpartikel drin, also so ist, die ist ein bisschen körnig, aber die ist jetzt nicht so, dass sie die Zähne ganz sensibel macht oder schmerzempfindlich macht. Die ist wirklich einfach gut reinigend und ja, reizt die Zähne nicht so, wenn man das so sagen kann. Ja, wie gesagt, ein kleines Make-up-Produkt habe ich aufgebraucht, aber ich muss sagen, es sind jetzt ein paar Sachen, die wirklich fast alle sind, die dann vielleicht im nächsten Aufgebraucht-Video mit dabei sind.
Aber diesmal halt, ist halt leider einfach nichts alle geworden, außer diese Benefit Hello Flawless Oxygen Wow Foundation. Komischer Name, ja. War so eine Probiergröße, habe ich glaube ich mal bei Douglas oder so zu einer Bestellung dazu bekommen. Es war halt so, dass ich die Farbe im Sommer ganz gut fand. Die heißt glaube ich Ivory, ja. Und die war halt so ein bisschen gelbstichig und das hat ganz gut gepasst. Ich habe ja relativ viele Rötungen im Gesicht und finde, dass da gelbstichige Foundations das ganz gut ausgleichen. Also ich muss sagen, es war so ein bisschen eine Standard-Foundation, nichts, was man nicht auch in der Drogerie findet. Die hatte so ein bisschen Glow, hat nicht so gut gehalten, wie ich es mir gewünscht hätte und deshalb würde ich die mir nicht nachkaufen. Also ich glaube, sowas findet man auch qualitativ in der Drogerie. So, meine Tüte ist leer, alles ist gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr meine Aufgebraucht-Videos gern schaut. Ich habe auch eine Playlist, da sind glaube ich schon so 10 Videos mit lauter Aufgebraucht-Videos. Also es wiederholen sich ja auch oft Sachen und wenn ihr da ein bisschen mehr dazu wissen wollt, dann schaut einfach mal in meine älteren Videos rein. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!